Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man aus einem einfachen Schwerlastregal, aber einen ziemlich guten, einen Schrank bauen kann. Angefangen mit der Rückwand, das ist jetzt in diesem Video. Nächste Woche geht es weiter mit den Wänden und den Türen. Also bleibt dran, abonniert meinen Kanal und nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle, hier Samstag 8 Uhr. Nach dem Intro geht's jetzt los. Ihr seid wieder mal einen Schritt voraus, weil ihr habt schon im Vorsprung gesehen, ob alles geklappt hat, wie ich es mir vorstelle. Und zwar muss ich als erstes für die Rückwand des Schwerlastregalschranks, fast ein Zungenbrecher, eine Leimholzplatte herstellen aus Palettenholz. Die Palettenbretter habe ich schon vorbereitet. Ich werde in Zukunft mal ein Video machen, über wie ich Paletten auseinandernehme und daraus eben so ein schönes Holz mache. Wir fangen einfach heute schon mal damit an. Und zwar geht es jetzt darum, die Bretter zu hobeln, weil die müssen natürlich alle gleich sein und eine schönere Oberfläche bekommen. Ja, insgesamt muss dieses Leimholzbrett 1,20 x 1,75, also ein relativ großes Brett werden. Wir machen es in mehreren Schritten, weil so große Zwingen habe ich einfach nicht. Aber wir legen einfach mal los und fangen an mit hobeln. Ich fange an mit 17 mm, gehe dann so runter, dass ich mal festlege, wann mir die Seiten gefallen. Ich denke mal, es werden irgendwie so 15 mm vielleicht oder 13 mm, werden wir mal gucken. Wir legen einfach mal los. So, nachdem die Bretter nun gehobelt sind von allen Seiten, hier wirklich auch die Kanten gehobelt, werde ich sie jetzt hier auf meiner Werkbank auslegen und dann mit Flachdübeln versehen, jeweils 3 Stück pro Verbindung. Das reicht völlig aus, weil es soll ja wirklich nur eine Rückwand werden. Das gilt also einfach zur Stabilisierung und dafür, dass die Bretter wirklich auf einer Ebene sind. Ich lege es mir erstmal aus und dann geht schon los. Das müssen wir jetzt ein paar Mal machen, weil ich brauche insgesamt 1,75 Meter. Das ist ganz schön viel Arbeit. Dann zeichnen wir jetzt jeweils meine Dübel an. Mach es mal so ungefähr, es muss ja wirklich nicht genau sein. Weil erstens ist es eine Rückwand und zweitens verzeihen die Dübel auch ein wenig Ungenauigkeit. Ich brauche ja wirklich 1,75 mal 1, ich weiß gar nicht, was es war, 1, lasst mich kurz nochmal nachmessen. Also das ist eine riesen Platte, die ich brauche. Da seht ihr schon da hinten, und da stehen schon 2 Teile von der Platte und hier auf der Werkbank liegt der dritte Teil. Ja, so 1,20 mal 1,75 brauche ich. Ja, das ist jetzt der letzte Teil, das muss ich zusammenleimen und dann haben wir schon die Rückwand fertig. Es wird ein richtig krasses Projekt. Danach kommen die Seitenwände. Da brauche ich dann 60 mal, ich glaube 60, lass mich das mal nachmessen. Ich bin mal kurz aus dem Bild, aber ich spreche weiter. Ne, 45. 45 mal 1,45. Da brauche ich noch 2 große Platten. Ja, wird ein Riesenprojekt. Es wird definitiv auch in 2 Teile, weil ich möchte euch das zeigen, wie ich es mache. Und Türen werden vorne auch noch gebaut. Das ist nicht so einfach.
Gut, ich mache mit der Platte weiter und dann über Nacht trocknen. Und dann können wir morgen montieren. Ja, jetzt auch das letzte, dritte Teil trocken. Und jetzt entsteht wirklich, ich glaube, das ist die größte Leimholzplatte, die jemand jetzt auf YouTube hergestellt hat. Die entsteht jetzt gerade hier. Und zwar, wie gesagt, wird die ja 1,20 x 1,77 in dem Fall. Ich lasse ein bisschen oben überstehen, damit ich oben quasi eine schöne Abschlusskante habe und nicht noch Metallprofil sehe. Und es wird ja nur die Rückwand. Daher sind so mir die Kanten nicht besonders hundertprozentig wichtig, weil ich möchte es eher, dass das, wenn man den Schrank aufmacht, von innen schick aussieht. Also die Rückwand, ja, der Wand, die sieht man sowieso nie wieder. So, jetzt geht es aber darum, wie mache ich das, eine Platte in dem Maß, diese drei Teile zusammenzuleimen. So lange Zwing habe ich nicht. Das heißt, ich mache mir jetzt hier Klötze dran, die ich quasi von oben unten festzwinge und dann die nachher zum Aneinanderdrücken benutze. Ich hole mir jetzt mal die Klötze, bereite das mal vor, fries mir dann die Dübellöcher und dann versuchen wir das mal. Ne? Das soll natürlich schön gerade werden, aber ich kann sie die Platte zur Not nachher auch noch an dem Regal, was später der Schrank wird, festziehen. Ja, das Masterregal steht schon da. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gerade sehen könnt. Ich glaube nicht. Ist super einfach aufzubauen. Service hat leider, bei der Lieferung war ein Profil zu kurz, wie auch immer das passieren kann. Aber innerhalb von wenigen Tagen hatte ich ein Ersatzprofil. Ich habe jetzt sogar drei Ersatzprofile, die waren sehr großzügig mit dem Ersatz. Ich kann euch die wärmstens empfehlen. Verlinke euch natürlich die Regale auch unten drunter und schaut auch mal da vorbei. Ja, jetzt bereiten wir jetzt mal die Rückwand vor und dann werden wir gleich die Rückwand an das Regal schrauben. Zusammengeleimt. Ganz schöner Akt, muss ich euch sagen. Ich habe jetzt hier so Klötze quasi durch die Löcher in den Palettenbrettern eingeschraubt. Daran habe ich jetzt die Klemme befestigt. Es zieht so einigermaßen zusammen. Perfekt ist nichts, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe dort echt keine Idee. Ich habe einfach nicht so große Zwing. Muss mir die mal besorgen, irgendwie echt so Zwing, die 2 Meter können. Dann kann man auch sowas deutlich leichter machen. Aber ich bin mal gespannt aufs morgige Ergebnis. Auf jeden Fall geht es dann morgen ans Schleifen und dann erstmal die Rückwand montieren. Also gute Nacht und morgen ist es dann wieder trocken. Hey, Platte ist jetzt fertig. Also hier bei den letzten Übergängen sind mir kleine Spalte passiert, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Es ist zwar nicht ganz perfekt, aber ich habe einfach noch keine Möglichkeit, so große Dinge wirklich zu verleihen. Im Endeffekt ist die Platte jetzt ja, so 1,77 mal 1,20 geworden. Jetzt geht es natürlich noch, sie ein bisschen zu schleifen. Erstens Leimreste wegzuschleifen, aber auch so kleine Übergänge. Also heißt es jetzt schleifen, schleifen, schleifen und dann müssen wir sie da ans Regal montieren. Um die Rückplatte festzuschrauben, mache ich es mir eigentlich ganz einfach. Ich habe hier ein Kantholz geschnitten, 4x4 cm. Passt hier ziemlich genau in den Winkel rein. Und jetzt verschraube ich es einfach von hinten. Nachher an den Seiten werde ich es anders machen, dann werde ich mir das von innen verschrauben. Aber da man das hier so näher nicht mehr sieht, ist das jetzt wirklich nicht wichtig. So schraube ich es einfach jetzt hier so durch und dann ist die Rückwand ordentlich fest.
So, die Rückwand ist dran. Nun können wir den Schrank wieder an die Wand stellen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht aus Versehen Regalteile löse. Ich habe sie jetzt so ein bisschen fixiert hier so mit Schräubchen. Weil so ein Regal ist natürlich dafür da, ist immer hin und her zu rücken. Ne? Aber wir machen es trotzdem, weil es geht ja nicht. Ja, so steht es erstmal. Ist doch schon jetzt ein ganz cooler Blick, oder? Hier schön die Rückwand, ordentlich stabil. Ja, jetzt geht es weiter an die Seitenwände und an die Türen. Aber ist noch ein weiter Weg, darum hier endet das Video. Sorry, ich hatte gehofft, dass ich im ersten Teil mehr schaffe. Aber es ist einfach zeitlich nicht mehr, hat nicht mehr funktioniert. Darum, jetzt geht es die nächsten Sachen vorzubereiten, die kleineren Bretter zu hobeln. Und dann geht es hier nächste Woche Samstag weiter mit den Seitenwänden und hoffentlich auch schon die Türen. So, jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr unten drunter kommentiert. Schaut immer unten unter die Links, weil diese Regale sind echt geil. Masterregale, ich verlinke euch die bei Amazon. Schaut da unbedingt mal vorbei, lohnt sich wirklich. Nun euch allen ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ach ja, Abo nicht vergessen.